So, Abtei Dormant entdeckt. Yeah, endlich. Alter, was ist denn hier los? Hier, was? Hier ist alles voll. So viele Spieler, oh mein Gott. Das ist ja wie ein Löwenstein fast. Abtei Dormant, Explorator der Abtei ist hier. Eine Abteigelehrte. Ja. Die liegt einfach rum. Auf dem Boden. Und sie liest. Auf dem harten Felsboden, Steinboden, liest sie. Ist natürlich toll. Tja. Aber sie sieht irgendwie, ja, nicht schlecht aus. Wenn ich jetzt ein Mensch wäre, ne, und kein Char, dann würde ich schon überlegen, ob ich nicht mal, ne. Und so. Vor allem, oh, ist sie winzig, ey. Ach, diese Menschen. Sind das ihre. Sieht so seltsam aus, irgendwie. Okay. So, ich brauche dringend eine Freundin. Wirklich. Also, das ist ja nicht mehr normal hier. Ach ja. So, aber ich weiß ja jetzt, dank Herr der Ringe Online, was Frauen wirklich wollen. Da muss ich auch nochmal hoch. Ach du Scheiße. Nämlich slash niederknien. Ne, war ja so eine Quest in Herr der Ringe Online, kommt noch später raus, die Folge. Scheiße, jetzt habe ich schon verraten. Verdammt! Ne, die Folge kommt, glaube ich, sogar noch vor dieser Folge raus. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall müsst ihr da slash niederknien und schon. Ja, und schon. Ja, das die. Also man soll das der Frau das geben, was sie sich am meisten wünscht. Und das ist einfach nur Respekt, indem man niederkniet. Also schrägstrich niederknien. So, Fertigkeitsherausforderung. Was sind das? Fertigkeitsherausforderung, ja. Die Herausforderung ist, das hier möglichst anzuklicken. Wie kann ich denn das machen? Ach so. Ja, einfach draufklicken. Haltet mit dem Ort der Macht der Dings Zwiesprache. Warte, was sagt ihr denn? Durch die Magie in der Schwebe gehaltenen Tafel behindert das gesamte Wissen der Abtei, bla bla bla. Achso, die durch Magie in der Schwebe gehaltenen Tafel beinhalten das gesamte gesammelte Wissen der Abtei, durchrungen von Energie, geht von den Inschriften. Ich kann gar nicht mehr richtig lesen. Geht von den Inschriften der Tafeln ein sanftes Leuchten aus, während sie um einen zentralen Schaft aus Licht rotieren. Alter. Alter, zum Glück fällt da nichts runter, sonst. Ne? Oh mein Gott. Das ist aber viel Wissen. Wobei eigentlich so viel nur auch wieder nicht. Die paar Tafeln? Da hat ja nicht mal ein Buch. Naja. So, weiter geht's. Und zwar, wohin? Wesig nicht. Was haben wir denn hier noch? Da geht's nirgendwo weiter, glaube ich, ne? Nee. Nee, da ist Schluss. Okay, das heißt, wir haben hier noch viel mehr Möglichkeiten, nämlich. Wie komme ich da hin? Na, werde ich noch irgendwie rausfinden. Hier ist nur eine Gelehrte. Was macht die hier? Ach, cool. Die steht einfach nur rum. Und macht irgendwas mit ihren Händen. Na gut. So. Lumpi Muerta, was die alles für Namen haben. Dark Serenity ist auch sowieso der beste Name für so ein Spiel. Für so einen Charakter, meine ich. So. Naja. Ach ja, hier ist noch Asura-Portal. Wo führt denn das hin? Komme ich gar nicht hoch. Interagieren. Sprecht mit der Wache, um einzutreten. Was? Dieses Gebiet befindet sich im Aufbau. Schaut später noch einmal vorbei. Was? Das ist so fertig. Willst du mich veräppeln? Ich kann das Portal nicht benutzen. Ist im Aufbau. Pfeh. Tja. So geht das auch, wenn man was noch nicht implementiert hat, einfach schon mal eine Wache hinstellen, die einen nicht durchlässt. Genial. So, was haben die hier noch für Namen? Die Spielernamen sind ja auch immer Lucia Nacht, Leiche on Rampage. Ja, ist auf jeden Fall ein toller Rollenspielname. Ja, kann ich gar nicht lesen. Shieldbreaker, warum haben die alle englische Namen? Paladin Mara. Huang Yang. Also gar nicht Englisch. Na egal. So.
Diver's Death. Von der Mondsteingilde. So. Entourage. Was das alles für Namen sind, ey. So, wie ich hier hinkomme, habe ich bisher aber auch noch nicht rausgefunden. Nee. Wie soll denn das gehen? Unentdeckte Sehenswürdigkeit. Ja, wie komme ich denn da hin? Keine Ahnung. So. Ach ja, wo kann ich jetzt noch hin? Ich muss gerade mal gucken. Ups. Hier unten kann ich noch hin. Ja, dann. Nee, will ich mich teleportieren? Ja, will ich mich teleportieren? Nee, warte. Nee, mache ich mal nicht, weil dann laufe ich einfach mal hier runter und guck mal, was da unten ist. Ich habe nämlich die Vermutung, dass ich nach da unten muss. Und hier unten ist auch noch. Ach, da ist noch eine Wegmarke. Hier ist noch ein Dings. Ein Herz, oder? Weiß nicht. So, ich bin wieder total verwirrt. Ist schon wieder spät hier. So. Hürden, Lyu, Dings muss ich noch helfen. Da ist noch eine Wegmarke. Hier ist noch, noch ein Speer. Da ist auch noch ein Speer. Und da ist noch ein Fertigkeitspunkt. Ich weiß gar nicht, ob das alles zu diesem Gebiet hier gehört. Keine Ahnung. So. Langhornwitter. Die gibt es auch überall. Also überall, wo Schnee liegt. Ah, was ist das denn hier? Minotaurus. Oh. Ein Minotaurus. So, erstmal hier Brockenmundtal entdeckt. Alter, ich bin müde. Entschuldigung, wenn ich gähne. Das liegt nicht am Spiel, sondern einfach nur daran, dass ich müde bin. Das Spiel macht trotzdem Spaß. So, Wurmhügel. Was? Ein Wurmhügel. Was kommt da raus? Ich wette jetzt, dass da ein Wurm rauskommt. Das war so klar, natürlich. Na, ist ja logisch, ist ja ein Wurmhügel. Aber what the fuck, wieso macht der Riesenwurm so einen Mini-Hügel? Das verstehe ich ja nur und nicht. Naja. Und warum sind diese Zeichen da immer noch falsch? Naja, weiß ich nicht. So. Warum haben die das denn noch nicht gefixt? So, wir haben auch noch die Herde hier entdeckt. Futter nehmen kann ich noch. Achso, nee, scheiße, beim Kämpfen ist das natürlich ungünstig, das Futter zu nehmen. So, Eiswurm, stirb. Ja, tot. Tot den Eiswürmern. Ein Doljak. Hungrig ist er. Okay, warte, ich hatte doch vorhin Futter. Ist das noch da? Hier, Futtersack. So, du kriegst jetzt ein bisschen Futter. Yeah, und steigen gleich Herzchen auf. Yeah, Herzchen. Mann, ich muss da immer an Minecraft denken, wo du die Kühe halt mit Weizen einfach paaren kannst. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jedes Mal dran denken muss. Das ist unfassbar. Ach Mist, den einen Futtersack, der ist jetzt weg, weil ich den beim Kampf aufgehoben habe. Verdammt. Er ist ja gleich verschwunden. Hat zwar keiner gegessen, aber verschwunden ist er trotzdem. So, also zumindest, er steht noch da, aber ich kann nicht mehr interagieren. So, was ist hier? Hier sind noch mehr Eiswürmer. Warte mal, hier ist noch ein Rieseneiswurm. Ein Rieseneiswurm. Oh, hier, warte mal, ich sehe Gras. Kommen wir langsam in wärmere Gefilde? Oder nicht? Oder täuscht das nur? Aber hier ist Gras. Und es ist nicht das Gras, sondern einfach nur Rasen. Ach, ihr wisst doch, was ich meine. So. Was ist das denn hier? Ich habe einen weißen Moa getötet. Nein! Durchsuchen. Was gibt's hier? Wams des Akolyten. Yeah, was ist das denn? Ach, kann ich nicht tragen. Mann. Gerade so schön gefreut. Eiswurm, Junges. Alter, hier ist wirklich... Hier die schneebedeckten Bäume und hier zwischen einfach Gras. Wiese. Saftig grün. Unglaublich. Wie das wohl kommt, keine Ahnung. Achso, den kann ich gar nicht töten. Will ich auch gar nicht, ist nur ein Boa. Ein Moa-Konstriktor? Nee, das ist ja was anderes. Ach, egal. So, stirb, du blöder Eiswurm. Dein Tod ist... Nee, bereitet mir Freude. Nee, weiß ich nicht. Sollte ja eigentlich nicht, oder? Das Töten sollte einem ja eigentlich nicht Freude bereiten. So, aber es ist immerhin schön, wenn man mal die Quest abgeschlossen hat. Da kann man sich doch freuen. Und dann wieder Level up und ja. So, von daher. Ne? Ja, ja. Hat doch Angela Merkel irgendwie mal gesagt, dass sie sich freut über den Tod von Saddam Hussein oder wer das war? Oder nee, das war Osama Bin Laden, glaube ich. Saddam Hussein lebt ja noch. Gott, oh mein Gott, jetzt habe ich es verwechselt. Oder was doch? Nee. Osama Bin Laden ist getötet worden.
Und, also ermordet worden, glaube ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und Angela Merkel hat sich drüber gefreut und dann haben sich alle drüber aufgeregt. Hat sie sich drüber gefreut? Ja, gut, stimmt natürlich auch, ist irgendwie doof. Darüber sollte man sich eigentlich nicht freuen. Naja. Aber bei jemandem wie Osama Bin Laden ist das noch verständlicher, als wenn es jetzt einfach ein komischer Verbrecher wäre, der jetzt, naja, nur, sagen wir mal, nur einen Menschen oder zwei umgebracht hat im Vergleich zu jemandem, der Tausende von Menschen vielleicht direkt oder indirekt ermordet hat oder zumindest auf dem Gewissen hat. Ich weiß gar nicht, wie viel unter seiner, ja, durch seine Befehle oder so gestorben sind. Keine Ahnung. Habe ich nicht, mich nicht mit auseinandergesetzt. So, hier ist ein Doljak, das beleben wir mal wieder. Und, wo war ich gerade? Ach so, da haben sie es immer so schön verwechselt. Das. Nee, dann haben sie statt Osama immer Obama gesagt. Das war so genial. Ach ja. Und dann irgendwie Obama ist tot, aber was eigentlich Osama? Ach ja. Ach, hier sind wieder die Futtersäcke respawned. Yeah, Futtersack. So. Okay, da steigen wieder die Herzchen auf. So. Ach ja, wie in Minecraft, echt. Es sind zwar ein bisschen weniger Herzen als in Minecraft, aber irgendwie erinnert mich das so stark daran. Das ist unfassbar. So. Hier ist auch saftiges Grün. So. Und weiter geht's in Richtung Südosten. Wir laufen jetzt nach Osten, weil da ist noch eine Wegmarke. Ne, im Osten. Ob wir da hinkommen, ob nicht eine Mauer unseren Weg versperrt, ich weiß es nicht. Ja, nee. Ach man, immer diese Ossi-Witze. Also diese Osten-Witze. Ach, weiß ich nicht. Halt Witze über den Osten und über die DDR und was weiß ich. DDR-Witze, genau. So heißen die. Na, auch nicht direkt, oder? Weiß ich nicht. Ach, ist ja auch egal. So, Hürtin Lyot hat uns geschrieben. Verteidigte Doljaks. Vielen Dank für eure Hilfe auf meinem Doljakhof, Eskor. Auch wenn einem diese aufgeblähten Biester manchmal alles abverlangen, könnte ich mir keine schönere Arbeit vorstellen. Die Würmer, mit denen ihr euch angelegt habt, sind erst einmal verschwunden. Die vermehren sich wie die Karnickel. Also schätze ich, dass sie irgendwann wiederkommen, wenn ihr irgendwann wiederkommen. Wenn ihr irgendwann mal Vorräte braucht, schaut bei mir rein. Hürtin Lyot. Und Afgas Gehöft. Da sind wir jetzt. Und können jetzt theoretisch verkaufen. Ich gucke mal, ob wir was zum Verkaufen haben. Warte, dann habe ich wieder leeres Inventar. Laufe ich nicht Gefahr, dass das irgendwann wieder. Nein, ich will kein Bier. Warte hier, warum hat er denn zweimal Humpen mit Festbier? Warum hat er zweimal das gleiche vor allem? Verstehe ich nicht. So, warte, was haben wir? Giftbeutel, Handwerksmaterial. Warum ist das? Akolyten brauche ich nicht. Und Stachel brauche ich auch nicht. So. Den Rest kannst du, glaube ich, einfach einlagern, ne? Yep, okay. Wunderbar. So, dann geht's jetzt weiter. Und zwar, wohin? Weiß ich nicht. Hier waren wir ja schon. Hier kommt man drüber. Da ist überall Berge. Hier unten geht's noch hin. Ja, dann laufen wir einfach mal nach hier unten und gucken mal, wo wir da hinkommen. Hier müsste auch irgendwo noch eine Wegmarke sein, oder nicht? Nee, doch nicht. Okay. Scheint keine zu sein da unten. Schauen wir mal. Wie viele Wegmarken gibt es hier? 16. Und 7 haben wir schon. Und von den Aufgaben haben wir schon ein Drittel, also 5 von 15. Ne? Ja. Okay, und ich laufe richtig. Ich gucke immer andauernd auf die Karte. Das ist echt schlimm, ne? Hier die ganze Zeit nur. Ach ja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das mache. Aber ich finde die Animation auch eigentlich gar nicht so schlecht. Von der Karte. Die gefällt mir. So. Kobolde und Elementare wüten auf der Hochfirnpassage. Etwas in den Bergen scheint sie zu rufen. Etwas, das ihre elementare Natur anspricht. Meine Forschungspartnerin Suki unterhält ein Labor östlich von Felsnest. Ich bin sicher, dass sie beim Rangeln mit den Biestern Hilfe brauchen könnte, falls ihr euch ihnen gewachsen fühlt. Okay. Gut. Ah, Entschuldigung, bin schon wieder müde. So, hier hochführen Passage. Dann gehen wir erstmal hier hin, das Mockenspeer. Was? Alter, hier so viel Speer heute. Eine Speerin sogar. Gelehrte Duzen. Oder Dautzen. Keine Ahnung.
Wie lange zocke ich denn schon wieder? Okay. Die Abtei Dormant ist bei den Malutage-Gruben auf Schwierigkeiten gestoßen. Forscher suchen dort nach Relikten mit Informationen über den Krieg zwischen Zwergen und Zerstörern. Bei den Ausgrabungen werden sie jedoch von Schaufeln angegriffen. Nun beginnen auch noch die Zerstörer selbst zu erscheinen. Okay, sieht so aus, als... Mann, als wäre hier unten wirklich Gras. Also, ne, so ein bisschen grüner halt. Was ist das denn? Das ist ja Sumpf. Alter, was? Na klar, ist doch... Ist doch logisch. Direkt neben dem Schneegebiet erstmal ein Sumpfgebiet. Oder was das sein soll. Das sieht aber genial aus. Das gefällt mir irgendwie. Das sieht... hier ist ein abgeholzter Wald. Was? Steinstreugerinne. Irgendwie sieht das schön aus. Ich weiß auch gar nicht warum. Also mir gefällt das hier. Hm. Ups. Verdammt. Hier ist nur eine Wegmarke. Wegmarke, warum sind die so klein, ey? Ja, die sind so riesig, die sind so klein. Ich habe nur die Skalierung irgendwie... Ach, weiß ich nicht. Also das mit der Skalierung scheint noch nicht so ganz zu funktionieren bei allen Sachen. Aber einige sind zumindest skaliert. So. Nachher geht's ins nächste Gebiet. Okay.